Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wir sind zum allerersten Mal in Clash of Clans reingegangen. Bigsman war am Start, Melina war am Start, Termix war am Start und ich war auch am Start. Und ich hätte nicht gedacht, dass es mir so viel Spaß macht, um ehrlich zu sein, aber war wirklich sehr, sehr cool. Ich wollte ja schon vor einiger Zeit so einen Clan aufmachen mit mehreren Streamern, wo wir dann alle am Start sind. Und ja, ich versuche das jetzt mal durchzubringen. Wir werden auf jeden Fall ein paar Mal demnächst jetzt mindestens reingehen. Mal gucken, ob ich das hinbekomme, die anderen da auch in meinen Clan zu bekommen. Aber der Stream war sehr cool. Danke für den Support. Waren sehr, sehr viele Leute am Start. Die meisten haben es auch gefeiert. Und danke nochmal an Bigspin und Trimax, dass sie mir da so geholfen haben. Melina ist da jetzt auch schon, also Melina hat es schon vor ein paar Jahren gespielt und die ist da jetzt auch gerade schon wieder am Machen. Die redet nicht mehr mit mir. Aber ja, du redest mit mir, oder? Übrigens, Freunde, Clash of Clans veranstaltet ein Spendenevent zwischen Team Trees und Team Seas, bei dem die Spieler Spenden für beide Organisationen freischalten können. Das Event heißt übrigens Clash of Nature und ich bin beim Team Trees am Start. Ihr könnt dort mitmachen, wenn ihr einfach den QR-Code dort scannt oder unten in der Videobeschreibung ist auch ein Link. Das Event geht vom 27. November bis zum 10. Dezember. Wir können in den Mehrspielerkämpfen Gold gewinnen, kennt ihr ja wahrscheinlich. Und umso mehr Gold wir haben, desto mehr können wir auch am Ende spenden. Es gibt sogar auch Preise für die beste Creator-Community. Also, wir sind eine Macher-Community, denke ich, kriegen wir hin. Lasst gerne ein Like auf dieses Video hier da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was man so verbessern kann, was ich besser machen kann oder irgendwelche Tipps. Ich lese mir das durch. Also in Clash of Clans, ne? Tipps, was man besser machen kann. Und das war's von mir. Liebe geht raus. Viel Spaß mit dem Video. Schere hoch schon mal für die Performance jetzt, Edi. Schere ist jetzt schon oben. Aber ich bin der Game of the Year. Ich kann die Pokale gerne wiederholen, wenn ihr wollt. Ich bin geboren worden fürs Gaming. Bigspin ist auch ready. Wie machen wir das, dass du ihn auch hörst? Welches Rathaus-Level? Leute, ich habe gefühlt vor 10 Jahren gespielt. Ach, jetzt quatschst du auf einmal so und vorhin, als ich gesagt habe, ich will Clash of Clans gehen, labert die mich vor einer Woche voll mit. Ja, ich war voll gut damals in Clash of Clans. Ich habe mit meinem Bruder gespielt. Bla, 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 bla. Jetzt ziehst du zurück? So, wir sind da. Ja, lass an. So ein bisschen auf Lock. Hä? Das sieht doch schon gut aus. Ja, oder? Ah, scheiße. Gold und Elixier. Warte. Gold, Elixier? Nein, du siehst es da oben rechts. Das ist dein Goldanteil und dein Elixier. Soundeffekte aus. Und hörst du mir zu? Ja, ich höre dir zu. Wenn du jemanden angreifst, musst du schauen. Also bevor du den angreifst, kannst du sehen, wie viel Elixier und wie viel Gold derjenige hat. Und wenn du siehst, okay, der hat gar kein Gold und gar kein Elixier, dann brauchst du ihn gar nicht erst angreifen. Aber ich bin doch da. Ich will doch jemanden angreifen. Ja, ich will deren ganz Gold haben. Ich will doch angreifen, ich bin doch hier, um Leute anzugreifen. Nein, 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 nein. Menina, wir machen das zusammen, okay? Wir werden das zusammen schaffen. Mach dir da keine Sorgen. Wir sind jetzt eine gute Farm. Du kannst auch mitspielen, du kannst spielen, wir können das zusammen machen. Ich habe unsere Amerika-Flüge gebucht, ich bin so aufgeregt. Lass uns irgendwas zerstören. Okay, für das Abschließen von Herausforderungen bekommst du Punkte. Manchmal schaltest du dabei auch neue Herausforderungen frei. Wenn du genug Punkte verdient hast, gewinnst du Belohnungen. Ich glaube, alle Clash of Clans Leute denken sich, was ist der, bin ich sehr scheiße, glaubt ihr? Ich glaube nicht, ich bin nämlich eigentlich geschickt in sowas. Und wie kann mir jemand einen Drachen schenken? Hier, hilf mir. Da musst du erstmal in einem Clan sein, Eli. Ich will in einen Clan. In welchen Clan? Wer will mein Clan? Was ist mein Code? Ich glaube, da oben rechts ist mein Code. Chillig. Da oben rechts ist mein Code. Du kannst später nach dem Gotti-Clan. Ich habe einen Gotti-Clan. Geh mir nach links. Geh mir nach oben. Du kannst später nach dem Gotti-Clan suchen. Habt ihr einen Clan für die Community erstellt? Kannst du allerdings erst beitreten, wenn du den Clan... Wir brauchen eine Clan. Ja, ja, wir müssen erstmal ein bisschen... wir brauchen eine bestimmte Anzahl an Punkten, glaube ich. Und dann... Was machst du da? Was machen wir? Ich gebe deine Diamanten aus. Nein, Spaß. Wofür? Ich verbessere das Elixierlager, oder? Ja. Damit wir, hier, das könnten wir auch noch verbessern. Nein, 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 Diamanten lassen. Neue Truppen, Melina, wenn du Kaserne upgradest. Behalte die Diamanten. Ich hab die doch schon geupgradet, wir müssen nur kurz warten. Jetzt warten wir, bis es, und jetzt, das dauert 20 Sekunden, 18 Sekunden. Okay, das machen wir aber gerade gut, Chat. Wir warten jetzt, bis da alles fertig gebaut ist. 4 Minuten dauert das obere. Wenn man mehr von den Arbeitern hat, ist es dann so, dass man auch gleichzeitig, dass es schneller geht? Aufladen. Ja, ja, lass jemanden angreifen. Angriff? Wo? Nein, lass angreifen. Training, Einzelspieler?
Lass jemanden angreifen. In Kobold weit? Lass ihn Kobold weit? Vergeltung? Angreifen. Okay, wir greifen den jetzt an, Mann! Der Kampf finden beginnt in 30 Sekunden. Gold. Wo ist das Gold? Da, da oben. Hier ist es. Mhm. Ja, wer den Euro nicht ehrt, wer den Cent nicht wert, ist den Euro nicht wert. Das sind Bots. Ja, kann ich dir nicht alles wegnehmen? Mach ich ihn falsch. Du kannst im roten Gebiet keine Truppen absetzen. So. Du kannst ja keine absetzen. La, hol mir mein Gold. Hol mir mein Gold. Scheiße, ich glaube, wir sterben. Nein, 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 hey! Hey, die sind tot! Einer von denen ist tot! Ah, wir haben es geschafft! Die müssen sie. Oh nein! Hey, die Kanonen! Komm! Wie großartig! Schnell? 60% Gesamtschaden, stark. Hä, warum schlecht, Chat? Wir haben es doch geschafft. Crazy Angriff. Eli, warte auf den Pro Melis, der wird. Also sag's euch ehrlich, so habe ich das immer gemacht, wenn ich das gespielt habe. Ich habe das immer so gemacht. Fantastisch, hä? Das läuft doch. Hä, wir gewinnen doch. Hier, zack, Kanonen weg und gewonnen. Mach das Lagerfeuer da kaputt. Mach das Feuer kaputt. Wenn ich jetzt so gucke, blumen meine Augen. Sieg. 100% Gesamtschaden, 700 Euro habe ich bekommen, 800 von den lilanen Dingen und 35 Pokale. Ab nach Hause, nehmt euch ein Bierchen, es geht nach Hause, erfolgreich, zack, legt die Füße hoch. Und der Mann ist jetzt nur noch 16 Sekunden da am Machen und dann ist gut. Das hier müssen wir jetzt vergrößern, damit wir mehr Truppen kriegen. Ja, vergrößer den Lachs mal. Es dauert 14 Minuten. 14 Minuten? Oh, was macht man jetzt in den 14 Minuten? Wir wurden angegriffen, oder? Wie, warum wurden wir angegriffen? Weil hier tote Leute sind und wir weniger Elixier haben. Chat, wo sieht man das, ob wir angegriffen wurden? Wer hat mich angegriffen? Angriffslog. Guck mal, die haben Vlog gedreht sogar. Posteingang, Verteidigungslog. Hier, Wiederholung. Und jetzt sehen wir, wie die uns rasiert haben. Sind wir doch gar nicht, oder? Da, die haben uns ausgebeutet. Ja, verfügbare Beute, 540. Ist das krank. Ressourcen, Verteidigung. Du kannst dich auch an die rechnen. Aber das waren keine richtigen Menschen, ne? Also... Wir wurden nicht von richtigen Menschen ausgeraubt. Ich kann euch aber eine coole Sache schon mal erzählen. Wir sind nicht einfach so auf die Idee gekommen. Und zwar geht es hier alles um einen guten Zweck. Und da ich eh in Clash of Clans reingehen wollte, ist das eine ganz geile Sache. Und Melina, wie man sieht, auch echt gut ist. Ich dachte, du kannst was. Was ist das da für eine Kanone? Level 1. Wer soll uns davor schützen? Was ist das? Wir fangen bei Level 10 an, automatisch. Level 1. Du verbrauchst da meine Diamanten. Du verbrauchst meine Diamanten, meine Kohle. Was ist denn das? Das ist harte Arbeit. Das ist alles hart erarbeitet. Aber geht es auch... Geh mal hier, Kampf... Wir können es ja auch online machen, oder? Der hat 1300 Beute. Wartet mal, Chat. Schreibt mal jetzt, wie man den Angriff richtig macht, weil ich bin verwirrt. Wo auf die Kanone schreibe Recep. Recep, hast du Ahnung davon? Dann auf die Kanone. Spiel war umsonst? Ja, nee. Die werden doch jetzt umgebracht. Okay, gut. Macht weiter. Macht weiter, meine kleinen Arbeiter. Mehr brauchen wir nicht. Deine Kanone ist schon weg. Timino, dankeschön für 10 Naschis. Vielen Dank für die 10 Naschis. Ja, aber guck mal, der macht da jetzt Meter. Aber war doch gut. Wir kommen jetzt an das Gold ran. Und schon gewonnen. Gewonnen? Der Gotti in Clash of Clans. Ja, der Gotti in Clash of Clans. Spiel ist umsonst, Freunde. Ja, es ist wirklich umsonst. Könnt ihr euch auf dem Handy runterladen. Okay, aber ich spiele sie über PC. Es geht auch über PC. Über den QR-Code da. Und ich will, dass ihr in meine Dings da kommt. In meine Gotti-Gilde. Gotti-Clan. Gewonnene Angriffe 189, gewonnene Verteidigung 6. Navy Stars. Und wo ist Trimax nicht hier auch irgendwo? Lokal.de? Drück mal auf Besuchen. Jetzt kannst du dir sein Dorf oder Dings angucken. So muss sieht es ja irgendwann bei uns auch aussehen. So? Digga, wie willst du den denn angreifen? Traut sich jemand, den anzugreifen? Ja, besser geht's nicht. Lass ihn mal angreifen. Sollen wir mal aus Spaß? Mann, nein, das wäre total bescheuert. Wir werden in 2 Sekunden... Können wir mal aus Spaß den angreifen? Ja. Der hat alles auf Maximum. Ist es möglich, ihn zu plündern? Hey, aber ist es dann... Ja, okay. Hast du gesehen, was er für ein Riesenlager hat? Jetzt guck dir unsere an. Ja, so. Das war mein Lager aber auch schon, Chat, damals. Wirklich? Rathaus, wir müssen Rathaus leveln, Melina. Verbessern. Wir brauchen 4000 Gold. Wir brauchen Gold. Ohne Gold kommen wir nicht voran. Wir müssen es leveln. Ich brauche Kohle. Wie kriege ich Kohle? Indem wir wieder angreifen. Komm, wir suchen uns jemanden. Diesmal machst du den Angriff. Der sieht doch vermockt aus. Ja, den kannst du angreifen. Angriff, 900 Euro. Wie mache ich? Wie gehe ich auf die... Hier ist eine. Ja. Erstmal die Barbaren losschicken, hat der Chat gesagt. Wie, hier hin? Na, du musst da sein. Na, das geht. Eins. Der ist tot. Einfach
Und jetzt? Gedrückt halten? Ach, Eli. Ich drück doch gedrückt! Du hast doch gar nicht auf die Truppe gedrückt. Deine Truppe ist einfach, waren doch alle tot. Hä? Ich hab doch darauf gedrückt! Also, du hast nicht mehr viel Zeit, keine Ahnung. Entweder du schickst sie jetzt alle auf einmal los und erhoffst dir was, oder du gibst einfach auf. Wie schicke ich die denn alle gleichzeitig los? Du musst zack, 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 zack. Ach so, ich dachte, ich muss die einzeln dahin. Ja, aber das Blöde ist, die schießen jetzt nicht direkt auf die Angreifer. Wir hätten die von beiden Seiten, aber jetzt egal, nächstes Mal besser. Außer, da ist nur eine Kanone. Willi schreibt, jetzt habe ich alles gesehen. Willi, wir sind bald in einem Clan. Edi, du hast gerade unseren ersten Clan. Ja, wir haben wenigstens ein bisschen Elixier bekommen, Leute. 51 Euro habe ich bekommen und alle meine Leute sind hier weg. Warte mal, unser Lager ist schon wieder voll. Hallo? Ja, ich... Moin! Was geht ab? Was geht ab? Na? Wie geht's? Sehr, sehr gut. Und selbst? Auch gut, auch gut. Ich bin hier gerade mit meiner Freundin ein bisschen am Bauen. Eine Mauer. Rathaus Level 2. Geil, Alter. Wie kam es dazu, dass du geile Clash of Clans spielst? Weil Melina mich voll gebabbelt hat, dass sie das auch mal spielen will. Und mit, keine Ahnung. Und dann dachte ich, dann lass mal zusammen in den Stream rein. Und dann... Geil. Ja, so war das dann. Es ist ein extrem geiles Game. Ja? Genieß es. Genieß es, dass du startest. Ich habe das jetzt schon einigermaßen gecheckt. Ich bin jetzt Rathaus Level 2. Ich habe da meinen Barbaren und diese mit dem pinken Kopf. Und damit plündere ich gerade die ganzen Noob-Dörfer auf, dass ich 4000 Euro habe, dass ich mein Rathaus hochleveln kann. So. Was ist Euro? Einfach Euro. Gold. Ja. Gold. Und dann bin ich irgendwann in die Kaserne auch gegangen, um jetzt meine Goldriesen zu holen, weil die können viel Damage tanken, dass ich dann später meine Barbaren hinterher schicken kann, weil die Riesen die Damage tanken. Chat, macht das Sinn, was ich da mache? Genau. Aber ich verstehe noch nicht ganz, wie ich Clans beitrete und sowas. Ich glaube, da brauchst du erst eine Clanburg, oder? Du musst die Clanburg machen. Die sollte bei dir noch zerstört, als zwischen den Bäumen liegen, oder? Alter, so sieht das bei dir aus. Krass. Mhm. Verbessere Rathaus auf Level 3, um mehr zu bauen. Jetzt können wir es verbessern, das Rathaus. Und die können auch zu mir rein, oder? Was denn? Die können dich angreifen? Nee, die können auch in meinen Clan rein. Ja, wenn du einen Clan hast. Und wie ist es? Kostet auch Gold. Du siehst das links, das ist bei deiner Facecam, da ist in den Tannen so ein Gebäude, was du ausbauen kannst. Okay. Kommen die hier vorbei? Also es ist auch Strategie hier. Sehr viel Strategie. Ja, die kommen da vorbei. Die kommen da vorbei. Ja. Wie geil, du wolltest die Mauern kombinieren mit dem Bogenschützenturm. Nice. Melina, Max lacht dich gerade aus. Hier, warte. Nee, das ist toll zu sehen. Melina, Max, musst du wissen, Melina hat vor 10 Jahren schon Clash of Clans gespielt. Edi. Ja, die hat mich voll gelabert, dass sie hier die Beste ist, so weiß ich, mit ihren Cousins. Jetzt mal mit ihren Cousins. Ist geil. Und sie macht jetzt hier gerade, aber du kennst dich gut aus, Melina, finde ich. Nee, weil du erzählst Lügen, dass ich sowas behauptet habe und dann denken alle, ich bin so gut und dann schreiben alle, dass ich schlecht bin. Aber nein, du bist nicht schlecht. Ich du weiß, bist nicht schlecht. Dass ich so gut bin. Aber ich das ist schon gut, die Kanone ist eingebaut. Wer von euch hat die Kanone eingebaut? Melina, er sagt, hier, ja, guck. Hier, rede mit Max. Er sagt, es ist gut, was du da machst. Hallo? Die Kanone eingebaut ist super. Dann ist sie 1000-mal stärker. Dankeschön. Und was müssen wir als nächstes einbauen? Ich würde erstmal schon am... Ihr seid jetzt Rathaus Level 2, ne? Entschuldigung. Da könnt ihr schon mal auch ein bisschen Rathaus hoch eigentlich. Am Anfang ist es egal, wenn man angegriffen wird. Den greifst du nicht an, der ist zu schwach. Melina, zu wenig Beute. Ist zu schwach, sagt Trimax, zu wenig Beute. Soll's weitermachen. Achte mal links oben auf so mindestens 2000 Gold. Mindestens 2000 Gold, sagt Max. Ist doch gefundenes Fressen, oder nicht? Sie sagt, ist gefundenes Fressen, Max? Nein, der ist zu wenig. Das lohnt sich nicht. Ist zu wenig. Der hat zwar nur eine Kanone, aber dafür gibt's bessere. Da auch weiter direkt. Weiter, 758, stehst du nicht mal auf für 758. Da machen auch viele den Fehler, dass sie immer zu ungeduldig sind beim Angreifen. Lieber ein bisschen mehr suchen und dann kriegst du den Loot. Bisschen mehr suchen, sollen wir? 8000? Der ist es. Der ist fantastisch. Okay. Der ist fantastisch, wird dir gesagt. Ich gebe euch mal das Mikro, ja? Ich gebe dir mal das Mikro. Ich weiß nicht, wie das geht. Sie werden es dir erklären, Melina. Jetzt wissen wir auch nicht, wie gut auf Rathaus Level 2 die Riesen sind. Ich würde aber alle 5 Riesen auf den Minenwerfer, auf dieses schwarze Rohr links. Yeah? Darauf setzen. Ja. Wenn er tot ist, kannst du einfach alle Bogenschützen dahinter spammen. Ja, sind nur 2, aber ja. Achso. Alle 5 dahin. Ja. Sind die Tanks? Hab ich gemacht. Sehr gut. Die kriegen den auf jeden Fall. Das sind 5 Stück. Ne, schaffen die das? Ja, doch. Eigentlich schon, ne? Jetzt kannst du die Bogenschützen noch dahinter packen? Ja. Hier? Ja, egal wo. Die Riesentanken eh.
schaffen die das? Oh, Max, vier Riesen? Das können ja Ente werden. Wieso? Ich weiß nicht, sind das noch vier Stück oder drei? Vier. Okay, gut, dann okay. Vier Giants, die machen das. Ich kenne mich auch aus mit Giants. Ja, die okay, machen das. Okay. Die laufen jetzt nach hoch und verprügeln den Bogenschützenturm. Fertig. Easy, immer ja. Noch drei Stück. Ja, okay. Das ist gut. Early Game sind Giants so geil. Haben wir gewonnen? Ja. Ja, das wird's. Das wird's. Jetzt müssen wir nur gucken und hoffen, dass der... Dass wir schnell genug sind, ne? Die Zeit, ja, genau. Ja. Das sind nur zwei Bogenschütze und zwei Riesen. Die sind super langsam. Aber ist gut. Die greifen jetzt alles an. Ja. Das wird das Rathaus-Upgrade sein, sag ich. Ja, da wird Eli ja staunen, wenn er zurückkommt. Eli. Wieso ist denn hier direkt Rathaus hochgehen? Ich hab die fertig gemacht. Echt? Ja, es war strategisch nicht so einfach, aber wir haben die richtig platt gemacht. Wir haben doch nur 3000. Wir haben doch nur 3000 Euro. Doch mal ab. Aber es gibt keine Verteidigung mehr. Warte ja? Doch mal. Oh, Schock. Das geht doch nur noch 1 Minute 30. Ja, genau. Aber ihr braucht 4000 Euros. Ach klar, so, wie kriegt ihr? Guckt ihr dir auch mal an, wie das da oben steigt. Guck mal, der Riese greift ja, das Goldlager an. Also wir, Melina hat das gut gemacht, gut platziert. Ja. Stark. War perfekt. Guck mal hier, 4000 Euro, 1200, was ist das, Elixier? Das ist Elixier, ja. Aber 4000, geil, jetzt kann ich das Rathaus upgraden. Kannst du jetzt machen. Zack, richtig. Rathaus verbessern, bumm. Auf Level 3 verbessern, bestätigen und jetzt wird's verbessert. Ey, es bockt übertrieben. Und jetzt kann ich wieder. Was macht Sinn jetzt? Was macht Sinn, Wixbin Max? Was hast du vor mit dem Account? Willst du komplett Free-to-Play ohne einen einzigen Cent auszugeben? Nee, also jetzt, ich bin noch zu noobisch. Ich will noch nicht direkt reinpayen. Ich will erstmal mir so ein bisschen was angucken. Ich muss ja erstmal checken. Du hast 300 Gems. Ja. 19 Gems kostet das, dann ist es instant fertig. Also wenn du streng Free-to-Play wärst, wenn du jetzt sagst, okay, ich will auf keinen Fall irgendwann mal Geld ausgeben in dem Spiel, dann wird es sich jetzt nicht empfehlen, die Gems zu nutzen, weil die sind echt wertvoll. Mhm. Aber wenn du so sagst, okay, vielleicht gebe ich da mal 10 oder so rein, dann kannst du es jetzt machen, dann kannst du halt direkt weiter zocken. Theoretisch kannst du jetzt auch schon spielen, weil dein einer Bauarbeiter, der ist in 40 Sekunden fertig, könntest du jetzt überlegen, okay, du upgradest, farmst nochmal, nimmst das Gold, upgradest zum Beispiel deine andere Kanone oder so, dann kannst du auch machen, aber der eine Bauarbeiter ist jetzt halt belegt. Ziel ist immer, alle Bauarbeiter, die du hast, du kannst erstmal maximal 5, später noch 6 haben, beschäftigt zu haben. Wenn du die immer beschäftigt hast, immer zeiteffizient bist, das ist eigentlich das Ziel. Der braucht 3 Stunden, die Mauern brauchen gar keine Zeit, die könnt ihr mal alle bauen. Machen wir die Mauern um die Karte. Baut die mal irgendwo hin, die könnt ihr gleich noch verschieben. Ich glaube, wir können 25 Stück oder so machen. 2500, das wäre glaube ich smarter, weil das kostet kein Gold und da kann man vielleicht ein bisschen was mit dem, was sagst du, Max? Ja. Das ist auch anspruchsvoll, oder? Was sind das für Kanonen? Ja, mach das. 3 Kanonen sollte man hinkriegen, wenn da keine Fallen sind. Wir haben nur Riesen, Leute. Ist das okay? Max ist aufgeregter als Eli. Ich mach die hier hin, ne? Hier? Oh, das ist von der Zeit, Max, was sagst du? Das sind ja nur die Dinger und dann. Ja, setz die alle zusammen ein. Hier? Ja. Ist da keine Falle? Wenn da jetzt eine Falle ist, dann haben wir verloren. Normalerweise setzt man erst einen rein, dann gucken wir, was passiert. Und dann setzt man die anderen. Gut, passt, alle rein. Ja. Edi, drück uns die Daumen. Das wird was. Wichtig ist nur, dass wir ein bisschen Gold bekommen, damit wir halt gleich wieder einfach angreifen können. Ja. Okay, war eine Bombe da. Das reicht, das geht. Guck mal, wie stark die sind, Eli. Unsere Riesen. Max, die sagen, dass die vergleichen die ganze Zeit mit dir. Nein, sagen, das stimmt nicht. Das stimmt so doll. Das stimmt nicht. Sowas habe ich nicht an. Ich habe keine roten Haare. Ich finde kurze Stoppeln besser. Ich habe jetzt aus Versehen beim Friseur falsch kommuniziert, wieder komplett glatt zu bekommen. Und mit bisschen mehr Bart war's. Fand ich es auch ganz gut. Hallo, 2500, Max. Ist gut. Das ist geil, ne? Ist gut. Jetzt habt ihr wieder genug Gold, um im Multiplayer wieder zu suchen. Da könnt ihr ja wieder Leute finden, die dann 10.000 haben. Ja, okay, dann lass direkt angreifen, oder? Direkt. Aber ihr müsst direkt wieder ausbilden, ihr habt keine Truppen gerade. Ich hab eine Frage, warum kostet... nicht angreifen, du hast keine Truppen. Ja? Warum kostet jetzt auf einmal ein Kampf 50 Euro? Und nicht weil dein Rathaus hochgegangen ist. Am Ende kostet Kampf finden 1.400. Hä, aber dafür kriegst du auch mal eine Million. Ach so, dann kriege ich auch mehr Kohle raus. Das hält sich immer in Relation, ja. Ich verstehe. Und können die mich auch ausrauben? Ja. Ja, du offline bist, ja. Und hier wird gerade auch immer philosophiert in meinem Chat. Die erzählen immer was von einem E-Drachen. Ja. Was ist das beste Item sozusagen? Die beste Truppe? Ja. Ist schwer zu sagen. Kommt drauf an, was du geil findest. Ist relativ gut gebalanced. Also ein paar sind ein Ticken stärker, ein paar sind ein bisschen schwächer. Aber kommt drauf an, wie gut du damit bist. Also ich kann gefühlt auf krassem Niveau keine Taktik richtig. Okay. Und was ist so die Anfangs...
Boah, schön nubig sind ja Drachen, Elektrodrachen. Also für, wenn du im Clankrieg oder so Sterne holen möchtest. Wenn du einfach farmen möchtest, machst du nichts falsch. Da kannst du mit, sowohl mit Kobolden als auch Barbaren, Bogenschützen, Riesen, kannst du machen, was du willst. Ballons, Magier, geht alles klar. Okay, ich bin in einem Clan. Ich bin jetzt in einem Clan. Du bist drin? Ja. Geil. Aufs Ausrufezeichen, respektiere deine Mitspieler. Denk immer daran, deine personenbezogenen Dateien geheim zu halten. Verwende Melden, um uns über beleidigende Spieler zu informieren. Alles klar, ich bin drin. Das ist mein Clan. Und es sind nur Leute, die wir eigentlich. 33 von 44 Leuten sind online. Geil, sehr cool. Und jetzt können wir die, und das kann jetzt richtig OP werden, die können dir jetzt Truppen schicken. Wie mache ich das hier? Sehr, sehr krass. Die können mir Truppen schicken? Ja, genau, da gehst du jetzt auf deine Clanburg wieder. Goti-Clan. Ja. Ja, genau, und jetzt drückst du auf Anfragen. Anfragen? Ja, jetzt kannst du machen, dass die dir irgendwas schicken. Kannst auch bestimmte Sachen anfragen, was du lieber möchtest. Ich glaube fast, Ballons sind halt ultra, die würdest du geil finden. Dann, ja, schreib mal Ballons rein. Wir würden das geschrieben, so? Ja, genau so. Ballons? Ja, genau. So, und jetzt schicken sie dir hoffentlich. Schicken sie mir jetzt Ballons? Da, du hast was bekommen, ja, drück mal auf Info. Links, da ist das blaue, I. Du hast Ballons bekommen, sehr gut. Ich krieg Ballons. Die sind Level 4, die sind komplett krank. Jetzt gewinnst du jeden Angriff automatisch. Ich gewinne einen Angriff? Erstmal. Nimm mal ruhig den. Level 4 ist das Max-Level, was man dir schicken kann. Umso höher dein Rathaus, umso höher die Level, die man dir spenden kann. Ah, okay. Den soll ich machen? Jetzt den sollst du machen. Und da hier ist es so, dass die Kanonen können nur Boden angreifen. Minenwerfer kann nur Boden. Bogenschützenturm kann Boden und Luft. Das heißt, du nimmst jetzt eine Clanburg und setzt sie direkt vor dem Bogenschützenturm. Das ist dieser braune Turm mit den zwei Bogenschützen drauf. Kannst es nicht in den roten Bereich setzen. Ja, genau da. Ja, so, die fliegen jetzt, fliegen über den Bogenschützenturm, werfen die Bomben ab. Das Ding ist sofort weg. So, und jetzt kann nichts und immer die Ballons mehr killen. Die greifen jetzt die komplette Base an. Sind also die Kanone weg. Und muss ich meine Jungs hier und Mädels hier hinhauen? Ich glaube sogar, theoretisch brauchst du das gar nicht. Ich glaube, das wird schnell genug. Die zerstören alles. Chat, wir werden auch wahrscheinlich noch einen zweiten und dritten Clan aufmachen. Ich kann immer genau schicken, was... Das ist voll geil, weil man hier so reingraten kann. Guck mal, Reiche, X-Bring, Toni, die jetzt einfach und machen alles sofort Subs. Kaputt. Der Schaden ist krass, das Rathaus ist auch schon weg. Du hast keinen Platz für das Gold. Ich habe keinen Platz für das Gold, schreiben sie bei mir. Ja, du hast, dein Goldlager ist nicht groß genug. War auch jetzt natürlich ein guter Angriff. Fast alles abgeräumt. Und der macht, kann ich jetzt, Alter, ist das krank. Und die habe ich immer diese Ballons oder nur einmal? Die kannst du, kommt drauf an, welches Level dein Clan ist. Ich glaube, am Anfang kannst du die alle 20 Minuten vom Clan anfordern. Später, wenn dein Clan hohes Level hat, kannst du alle 10 Minuten das Ding anfordern. Okay. Also mein nächster Angriff geht ohne die Ballons. Ja, genau. Aber jetzt sind deine Truppen noch ready. Du hast nichts von deinen Truppen gebraucht, was auch cool ist. Mhm. Aber die Truppen, die kann ich ja eh immer dann neu machen. Und selbst Länder bauen sie nach außen, weil halt kaum jemand Lufttruppen spielt. Und dadurch kannst du dir mit den Ballons alles rasieren. Deswegen ist Ballonanfragen schon sehr smart. Jetzt hast du noch links unten immer noch dieses silberne Wappen, wo jetzt eine 11 steht. Das ist der Free Pass. Der ist komplett, da hast du Herausforderungen geschafft, was cool ist. Da kannst du auf Belohnungen gehen. Da oben hast du 5 Stück. Da kannst du 10 Gems. 10 Gems hole ich mir, 4000 Gold. 4000 Gold kannst du jetzt gerade nicht, weil du voll kein bist. Lagerplatz. Kein Lagerplatz. Ist links noch was frei? Zeig mal. Ah, genau, Elixier hast du nochmal 10 Gems. Oh, 8000 Gold sogar. Krass. Ach, stimmt, Alter, wie viel hast du übrig? Das ist krass. Mhm. Ja, da kann ich doch. Viel. Kann ich jetzt mein Goldlager ausbauen, dass ich mein Gold irgendwo. Ich glaube, sinnvoller wäre. Weites bauen, oder? Weiterbauen? Ja, du kannst ein zweites Goldlager bauen. Oder kann ich meine Kaserne nicht hochleveln? Auch, ja, aber das dauert. Wie lange dauert das? Guck mal drauf. Baut ihr immer noch Truppen? Baut ihr immer noch Truppen dann? Aber langsamer, nur 50% so schnell. 22.000! Das ist es. Alter, der ist krank, der ist komplett voll. Siehst du ja seine Sammler geboostet? Siehst du, dass die so grün leuchten und zucken? Ja. Die sind komplett voll und geboostet. Du siehst sogar, er hat da unten eine Luftabwehr, die erste. Ja. Da ganz die unterste Truppe, wo so eine Silvesterrakete in die Luft guckt, die rote, ganz unten. Ja, die. Da, das ist Luftabwehr. Wenn du Ballons hättest, müsstest du das Ding zuerst töten. Jetzt ist die Luftabwehr komplett egal, du greifst halt jetzt an mit Luft. Pack mal alle Riesen. Ja, du musst an den Minenwerfer rankommen, der hat seine Mauern davor. Wird sogar fast auf die Luftabwehr oder auf die Kanone da rüber. Dass sie dann außen rumlaufen. Mach den mal auf die Luftabwehr. Also ich würde sagen, unten diese Aussparung, die große Aussparung unten. Hier? Nee, noch zwischen den beiden Bäumen. Zwischen den beiden Bäumen da. Hier? Dreieck vor den Bäumen. Nee, bei den anderen Bäumen unten. Ganz hier? Ja, genau. Da würde ich sie vorsetzen. Genau. Am besten alle. Alle auf einmal, schnell. Und dann kannst du jetzt mal die Barbaren und die Bogis noch reinspammen, weil der Minenwerfer ist gerade beschäftigt. Wo soll ich die reinspammen? Mach auf die Goldmine rechts daneben. Die alle hier? Auf die, genau, dahin, ja, alles dahin. Alles spammen. Solange die Giants tanken, ist die Welt in Ordnung. Wenn die nicht mehr tanken, dann Shepard. Und die Bogenschützen. Auch hier alle? Ja, schnell, genau. Ja, weil wenn du jetzt schnell genug warst, dann greifen die Bogenschützen
Guck dir das an. Die greifen jetzt. Das könnte. Oh, wenn der Minenwerfer greift. Oh, der hat gerade. Der hat die Bogenschützen erwischt. Wärst du einen Tick schneller gewesen? Oh, der hat alle gelöscht. Oh, hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Aber gut, ist ja klar. Schmerzen. Ja, das ist hart. Jetzt sind 25 Bogenschützen weggestorben. Der lebt noch. Das ist zum Beispiel schon mal Basic-Taktik. Der Giant ja. Der Mortar, also der Minenwerfer, nein. Der setzt seinen Zielen zurück. Oh, der hatte sogar noch eine Tellerreise. Der schickt einen Giant komplett weg und der Minenwerfer macht jetzt alles. Lernen weg. Durch Fehler. Und du kriegst gar keinen Loot. Ja, aber das muss man machen, klar. Das ist geil. Also ich bekomme gar nichts. Einfach meine ganze Truppe ist weg. Nichts, genau, ja. Genau. Aber der ist ja alles zerstört. Aber eigentlich kann man doch gar nichts verlieren, weil ich meine Truppen immer wieder neu machen richtig. Kann, oder? Genau. Musst halt ein paar Minuten warten, bis die Truppen wieder bereit sind. Ja. Aber ja, das ist egal. Aber hier hast du genau gesehen, wenn du die Minenwerfer tanken lässt, wenn der Riese, den der Minenwerfer fokussiert, der fokussiert immer nur einen Riesen, greift aber alle an. Aber wenn der stirbt, den er fokussiert, dann switcht der auf den auf das nächste Ziel in seiner Nähe. Und wenn das halt die Bogis sind, dann smasht die komplett weg. Okay. Ja. Aufgeben? Soll ich aufgeben? Ja, ja. Ja, lass. Ja, gut. Ja, 500 habe ich bekommen. Ja, dann mache ich wieder hier mal. Ausbilden? Ja, ausbilden. Also, du musst dir, was du dir echt aneignen musst, nach jedem Angriff die Kaserne prüfen, ob da was full ist. Dauert nicht lange, einfach direkt rein. Weil in der Zeit, wo du angreifst, bauen die schon nach. Okay. Und auf jeden Fall mehr Bogis. Du brauchst mehr Bogis. Weil wenn du Giants hast, brauchst du nicht so viele Barbs, würde ich sagen. So. Wird so machen, ja. Passt, ja. Zack. Shop, ja. Dann trägst du rechts oben den Creator-Code ein. Hast du einen? Nee. Dann nimm Big Spin. Oh, Ehre. Vielen Dank. Hier, Big Spin? Ja. Ja. Genau ja. So. Code senden. Vielen Dank. Jetzt musst du deinen Bildschirm halten und wir am besten auch. Und dann drückst du links auf dieses 350 Angebot-Ding. Haltet. Ich bin offiziell drinne. Ich bin offiziell drinne. Okay. Ja. Hier? Aber du kannst gerne, mach mal wieder Screen Record an. Ist an, oder? Oben auf das Plus bei 0 von 2 musst du. Ich hab sie, glaube ich, schon gekauft, oder? Ich hab so ein Ding hier in der Hand. Ja, er muss nur Haken irgendwo. Einfach irgendwo setzen. Okay, und jetzt? Ja, und jetzt ist ein dritten. Und den kannst du jetzt im Prinzip schon wieder, wenn du möchtest, in Dienst schicken. Oder du farmst jetzt noch, also greifst du wieder an und kannst dann zum Beispiel wieder Mauern upgraden oder so. Nee. Oh, jetzt liegst du, glaube ich, was. Ah, noch nicht, gut. Knappes Ding, da kann man auch mal ganz schnell eine Paper-Adresse liegen. Ganz schön mutig. Ich wusste es nicht. Ja, alles gut. Das hat so ein bisschen dieses Spiel zwischen Gier und... Mein Paper und was geleakt? Ja. Nee, wurde nicht geleakt. War nur ein Fenster davor. Also warte, ich gebe dir mal das Headset wieder. Es war kurz davor, aber nicht geleakt. Wirklich? Ja, ich wollte dir noch einen Diamanten kaufen. Und dann? Dann habe ich einfach drauf gedrückt, ohne nachzudenken. Ja, man hat nichts gesehen. Ja, okay. Gut. Aber war da kurz davor, sie wollte direkt einen vierten Bauarbeiter payen. Hier, 16.000 Elixier, was sagt ihr? 16.000 Elixier. Ja, lass machen. Ja, lass machen. Machen wir. Von wo? Das machen wir, sagen sie. Warte, hier. Machen wir. Die Clanburg, dieses gelb-blaue. Ja? Was für ein hässliches Clanabzeichen. Das ist direkt auf dem Bogenschützenturm. Ja, wieder Ballons. Also ja. Was? Genau diese Clanburg da auf den Bogenschützenturm, auf das. Achso, das hier auf den. Braune Holzding. Den hier? Ja, genau, darauf, genau. Hier? Ja, das ist super. Oh, du hast gewonnen. Ja. Wir sagen, wir haben Ja, weil die machen alles kaputt. Wie cool. Aber die sind viel besser, oder? Wer hat sie dir geschenkt? Unser Clan. Wir sind jetzt in den Clan. Das meinst du doch zu dir, sobald du in dem Clan bist, wo bessere drin sind? Wir sind in dem Clan, die helfen uns. Und die anderen, die behalte ich jetzt einfach nur, oder soll ich die auch losschicken? Genau, die behältst du, weil dann kannst du direkt wieder nächste Runde instant wieder angreifen. Wie spricht man das englische Wort Natur aus? Nature? Was? Nature? Oh mein Gott. Sag's nochmal. Nature. Nein. Wie heißt es? Nature. Und Gesamtschaden. Boom. 4.500, 16.500 Dinger. Nach Hause? Sehr stark. Ja. Nach Hause. Warte, wir müssen noch mal eine Anfrage schicken. Ach, können wir gar nicht. Boah, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Das ist es. Den nehmen wir. Und da kannst du eigentlich direkt die Barbaren, würde ich sagen, auf die Minenwerfer. An den Minenwerfer, weil der ist der gefährlichste für dich. Ganz oben ist der. Ja. Hier? Da machst du jetzt die Barbaren direkt dran. Ja. Genau, direkt nah dran. Genau, okay. Sehr gut. Die löschen den weg. Und jetzt einfach Bogis, ich würde sagen, alle auf die Kanone fast schon, oder? Mach mal 20 Bogis auf die Kanone, genau, links, jetzt schon schießt, 20 Stück. Ja. So, super, ja, reicht. Und dann 20 Stück rechts auf den Bogenschützenturm, der rechte, der da noch steht. Ja? 20 Stück, ja. Genau. Alle rein. Jetzt müssen wir hoffen, jetzt hast du zwar keine Riesen dabei, aber jetzt steht da unten auch nur noch eine Kanone. Super, kriegst alles. Die schaffen das. Boah, guck mal, wie wir ihn aufspielen mit denen. Guck mal.
Ihr seid aber auch... Boah, das ist Skill. Das sind jetzt aber ordentlich welche, ja, das ist gut. Alter, wie hoch das auch, wie schnell das reingekommen ist. Instant voll, das Lager. Und deswegen braucht ihr halt die Lager unbedingt. Das ist so satisfying zu schauen. Ich finde, das gibt so richtig alten Weißen. Ja, das ist krass. Alter, wie schnell das hochgeknallt ist. Ja, das war instant oben. Du hast halt so viele Bogies, dass du jetzt extrem viel Schaden machst, aber halt super anfällig bist für Flächenschaden. Ich zum Beispiel habe früher auch nie mit Giants gefarmt, sondern immer nur mit Bogies und Barbaren. Perfekt. Bam. Nice, 100%. Der guckt auf sein Handy und wird erstmal angefressen sein, oder? Frühmorgens. Ja, ist alles weg. Ja. Alles weg. Im 21. So wie du es bei FIFA machst. Das waren drei. Was? Du machst es auch bei FIFA, Peter. Ja, genau. So ich mach das in FIFA. Gewinne 25 Mehrspielerkämpfe, tritt der Kristallliga bei. Eine Liga? Kann ich in der Liga schon beitreten eigentlich? Geh mal auf die Trophäe da links bei 293. Guck mal drauf. Ja, da siehst du Bronze, Silber, Gold, Kristall. Kristall ist 2000, da kriegst du nochmal eine fette Belohnung. Voll lustig. Okay, krass. 69 Edi. 6 Euro für den Arbeiter. Bringt der was, der Arbeiter? Ja, ne? Dann kann ich ja wieder. Ja, dann kannst du wieder ein. Sollen wir das machen? Das höchste sind 6. Also zum Pain 5. Die normalen 5. Später kommen noch so Spezialarbeiter. 17k, guck mal hier. Soll ich mit den Ballons rein? Hätte das lecker. Was meinst du? Ballons rein mit den Ballons? Ich würde sagen ja. Wir müssen aber jetzt schauen von. Du könntest. Was ich jetzt machen würde, ist auf jeden Fall die Ballons einmal von auf diesen einen Bogenschützen tun. Da ist nämlich zwischen den Skeletten. Band den nicht, Mods. Das war nur spaßig. Oben. Zwischen den Grabsteinen, die da sind. Also, zwischen den Grabsteinen. Wo waren die? Hier, die hier? Nee, im Norden. Hier? Ganz oben. Genau, da. Geh ein bisschen runter mit dem Mauszeiger. Und da siehst du so versteckten roten Rahmen, eine rote Linie in den Grabstein drinne. Hier? Ja, genau. Und da kannst du direkt reinsetzen, weil dann haben die geringste Flugdistanz. Und dann machst du jetzt, nimm Giant in die Hand und setzt den einmal so zwischen diese Armeelager unten. Aber warte noch ein bisschen. Ah, die hat Luftabwehr. Oh mein Gott, ich hab die Luftabwehr nicht gesehen. Oh, Pain, my bad. Oh mein Gott. Okay, egal. Meine Ballons. Setz einmal die Giants ein. Ich habe die Luftwaffe nicht gesehen. Ich bin komplett blind. Wo? Da oben ist ein Mortar, ne? Da oben ist ein Minenwerfer. Den siehst du? Ja, hier. Genau, hier? Kannst du einmal die... Ja, ein bisschen weiter unten, damit die in der... Oder so, auch gut. Genau. Setz die einmal alle da rein. Genau, noch weiter, zwei. Und dann kannst du einfach wieder dahinter, wenn der Minenwerfer down ist, wieder die Bogenschützen dahinter bringen. Oh, mein Gott, Digga, das war komplett lost. Alles gut, alles gut. Passieren. Und jetzt, wenn das Ding down ist, meine Arbeiter, oder? Sobald dann Bogenschützen und Barbaren. Instant dahinter schon. Jetzt dahinter und am besten auf dem Bogenschützenturm unten. Soll ich die Barbaren auch? Auch, alles rein, Pfeffer. Auch von hier? Ja, auch von da. Ja. Okay. Und genau, jetzt beutet sie aus. Aber wichtig ist auch immer, dass du das so schnell machst, also schnell hintereinander. Weil sonst sterben zuerst die Riesen, dann setzt du die anderen Truppen rein, die Riesen sind aber schon gestorben. Also wirklich trotzdem. Ja, ich heb die Schere, Chats, okay, komm. Nein, das kann passieren, sowas kann passieren. Das ist so, du guckst erst Wobby, an, du siehst so Harry und Keule und Eule, danke für die Subs. Nicht, auf einmal ist sie da und nimmt halt deinen Ballon hops. Aber trotzdem gutes Gold, nehmen trotzdem alles mit. Ja, nehmen wir mit. Und meine Barbaren, guck mal, wie die mocken. Level 1 Barbaren, Alter. Ja, aber gleich hast du die auf 2. Auf 2 rasieren die dann. Fantastisch, guck mal hier. Also, okay, trotzdem gutes Gold. Die nimmst noch ein bisschen was mit. Das Lager hat immer ein bisschen mehr Leben, ist immer ein bisschen nervig. Die haben eine Reichweite, die Bogenschützen-Türme. Das Spiel macht Bock, also Real Talk, also so immer neue Sachen zu lernen, finde ich immer lustig. Ja, safe, sehr, sehr geil. Das ist halt echt gut für zwischendurch. Super nice Game. Es gibt ja einen Grund, warum das so viele Leute so ewig spielen, ne? Also, das ist mit das beliebteste oder meistgespielte Spiel, oder? So. Ja, Mobile Safe, definitiv. Neben Clash Royale, ansonsten gibt es eigentlich, also super, Mauern machen easy. Jetzt hast du ist auch kostenlos, meine lieben Freunde. X4-Lager fertig. Über den Code da oben oder über den Link könnt ihr euch das holen. Machen. Das heißt, jetzt können wir gucken, okay, welche Upgrades wollen wir jetzt machen, die möglichst lange dauern. Das heißt, wir können jetzt mal gucken bei dem Armeelager zum Beispiel. Da wissen wir, es dauert 2 Stunden. Hier da kannst war du das. Also aufgehen. Genau, das kannst du eigentlich direkt schon mal machen, weil das ist über Nacht eigentlich ein gutes Ding. Gut. Wie findet ihr den Vibe-Chat? Wie findet ihr den Vibe? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Auch mal Mugi-Chat drauf. Achso, was schenken? 8000? 18, guck mal hier. Oh, lecker. Das ist fantastisch. So, der hat eine Clanburg, aber die Skelette, wie Max schon gesagt hat, wenn die Skelette da sind, also diese Friedhöfe, dann ist es meistens leicht. Der ist dann AFK oder so, ne? Genau, dass der 11k ist. Heißt, du kannst jetzt hier eigentlich, was würde ich machen? Ich würde zwei Riesen auf den Minenwerfer senden. Die anderen drei Riesen würde ich von unten von dem Armeelager einmarschieren lassen, was da offen ist, die Mauer, die offen ist. Hier, drei also Stück? Drei Stück da und zwei auf die Minenwerfer, aber am besten direkt die zwei auf den Minenwerfer. Ach du Scheiße, viel. Minenwerfer? Oh. Wo ist der Minenwerfer? Oh, es kracht, ich würde abbrechen. Abbruch, ach du Aufgeben. Scheiße. Aufgeben. Ach, nicht mehr.
Ach du Scheiße. Also das ist wirklich Gigapech, weil der Typ hat Skelette. Das heißt, diese Skelette, die sorgen dafür, dass das bedeutet eigentlich, er war AFK und hat die nicht eingesammelt. Das heißt, normalerweise ist zu 100% dieser Klammburg nichts mehr drin, wenn die Skelette am Start sind. Okay. Aber er hatte irgendwie Ballons drin. Das ist Gigapech gewesen, aber... Ja, aber da lernt man draus. Nur weitermachen, ja. Boah, ja, guck mal hier. Halt, ne? Das ist super. Da kannst du einfach, setz mal so... 3 Giants einfach mal in diese, oder mach erstmal einen Barbar in diese Position innerhalb der Mauer. Einfach einen Barbaren, genau. Damit checkst du praktisch sowohl die Klamburg ab, ob da was drin ist, als auch ob eine Falle ist. Mhm. Jetzt kannst du einfach da mal deine, ich würde sagen so, ja, kannst eigentlich fast alle 8 Giants einfach reinballern und dann kannst du auch so mit den Bogies irgendwie lang gehen. Ja, alle 8 Giants rein. Aber noch nicht Bogies jetzt, weil erstmal der Minenwerfer und dann die Bogies. Wenn der tot ist, der Minenwerfer, jetzt die Bogenschützen direkt außen. Einfach irgendwo. Oder auch da rein, ist völlig egal. Hauptsache irgendwie da rein. Dann noch die Barbs dahinter, Barbaren noch auch dahinter, am besten irgendwie rein. Genau, einfach alles mal investieren, damit du garantiert hast. Sind jetzt drin. Ja, nice. Am Anfang ist noch nicht so wichtig, ob du jetzt sozusagen genau lupen rein die Base holst oder ob du halt komplett mit deinen Truppen einfach alle reingehst und du komplett dominierst den Gegner. Das wird erst später ein bisschen wichtiger, aber... Okay. Du kriegst alle Ressourcen. Oh, das läuft. Guck mal, wie es hochgeht. 28.000 habe ich da schon full. Boah, ja. Das ist immer so satisfying, wenn alles hochgeht. Ja, ist lecker. Lecker. Ich liebe das auch, ne? Ich saß da damals irgendwie 8. Klasse in den Pausen und hab das Game gezockt mit meinen Kollegen. Es war fantastisch. Hast dann da die Dinger gefarmt, kamst dann da raus, dir damals den Wecker gestellt für so einen scheiß Magierturm. Nice. Oh, perfekt. Komplett nackig gemacht. Ja. 9 und... Alter, guck mal, was ich... Ist das krass. Boom. Jetzt bin ich komplett voll und jetzt kann ich Rathaus, ne? Jetzt kannst du Rathaus, ganz genau. Rathaus verbessern, also, bestätigen. Du kannst theoretisch auf einen, zum Beispiel aufs Profil von dem ersten gehen und dann kannst du dem sein Dorf angucken. Zack, Profil oder besuchen, genau. Alter, das sieht gut aus, oder? Das ist halt so ein Layout, was du halt nutzt, um, ja, also der hat jetzt auch seine Magiertürme und sowas außen. Ich glaube, jetzt kein so gutes Layout, aber ich bin jetzt auch nicht so sicher. Aber der hat auch schon gut Level. Ich glaube, der andere Kollege, den wir uns vorher angeschaut haben, der war noch besser. Der ist maxed, schreiben die hier. Echt? Ist der maxed? Ist der maxed? Krass, geh mal auf die Kanone. Dann siehst du, was Kanone max Level. Okay, ja, Digga, okay, der ist echt maxed. Holy shit. Also Level 21 ist praktisch gerade max Level. Das ist heftig. Ey, ich sag dir, das ist wirklich nicht schlimm. Ich würde die Base fast so lassen. Dein Goldlager steht ein bisschen offen, aber... Ja, dann sollen sie sich halt bedienen. Dann gehe ich mit meinem Babydrachen und hause alle wieder weg. Dann hole ich sie mir halt wieder. Ist okay, also wenn du jetzt so, keine Ahnung, wenn du jetzt direkt pennen gehst, so Zähneputzen gehen wirst oder so, könntest du danach noch kurz anfragen, Klamburg, zack, machst ein Babydecken, reinpasst und dann einfach pennen gehen.